herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin da sehr gut gelaunt und ihr merkt, shit, Alter, irgendwas ist hier falsch. Ja, ich bin heute aus Amsterdam zurückgekommen. Ich war dort für ein paar Tage im Kreativ Music Session. Liebe Freunde, verfolgt auf Insta, dann kriegt ihr alles mit. Vertraut einfach. Ja, jetzt bin ich zu Hause, habe hier natürlich nicht mein Setup, aber liebe Freunde, ich möchte trotzdem noch ein Video drehen, dass ihr heute, Freitag um 14 Uhr, dieses Video hier zu Gesicht bekommt. Und ich habe mir kurz und ergreifend tatsächlich ein neues Format überlegt. Und dieses Format heißt Content of the Day. Also der Content, der dieses heute halt euch gezeigt wird. Und zwar geht es da immer um Storytimes, Instagram Stories, TikToks oder wie auch immer, wo Leute Dinge erzählen oder über Dinge aufgebracht sind oder wie auch immer. Und deshalb, liebe Freunde, haben wir uns ein paar Sachen rausgesucht, die sehr interessant klingen und sehr interessant wirken. Und da schauen wir jetzt rein. Ich würde sagen, wir schnackeln fackeln nicht lange um den heißen Brei. Lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch leckere Snacks und was Leckeres zu trinken und wir gehen direkt rein ins Video. Okay, die erste Story, die wir haben, ist von Faro, eine TikTokerin, die ich bis jetzt noch nicht kannte, aber wir lernen sie jetzt kennen, denn sie erzählt uns jetzt eine Story. Was soll ich sonst noch groß dazu sagen? Okay, stell mal vor, ihr trefft euch zum ersten Mal und du gehst auf ihn zu und siehst, dass er schon wartet und du gehst auf ihn zu und willst ihn so begrüßen und sagst so hey und er sagt so nee, sorry, ich habe kein Kleingeld, weil er dich nicht erkennt. Oh, shit. Das heißt, einfach am Ende des Tages, er dachte, du bist ein obdachloser Mensch und willst nach Kleingeld betteln. Das ist verrückt. Und dann sagst du so, nee, treffen dies, das. Und sagst du, ah, okay. Und guck dich so von oben bis unten komplett an und sagt so, wohin willst du? Und dann geht ihr irgendwo hin und er guckt schon so die ganze Zeit und fängt dann auf einmal so an, rein hypothetisch über Catfish-Leute zu reden und meint aber nicht dich persönlich. Einfach, was soll ich? Einfach rennen. Renn einfach. Renn, wohin du willst, aber renn. Scheiß drauf. So, guck mal. Das ist eine Situation, man lernt sich kennen, zwei Personen, dies, das. Wenn du jetzt einfach dich umdrehst und gehst. Lieferando. Sagen wir mal, du lernst eine Person kennen. Zwei Personen. Die Person macht weirde Dinge. Dreh dich einfach um und geh. Was soll die Person machen? Dann sagt ihr, hä, was machst du jetzt? Wohin gehst du? Einfach ignorieren. Lauf einfach weiter. Lauf nach Hause. So. Die Person schreit hinterher, aber die wird jetzt nicht hinterherrennen und dich festhalten. Geh einfach, lauf. Du wirst die Person nie wiedersehen. Die Welt ist so klein. So groß, meine ich. Klein. Groß. Du wirst die Person nie wiedersehen wahrscheinlich. Scheiß einfach drauf. Einfach gehen. In so einer Situation einfach gehen. Das ist mein Tipp, den ich dazu gebe. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Was soll ich noch sagen? Und redet aber die ganze Zeit darüber, dass mittlerweile alle Catfish sind und so und dass so Face-Apps jetzt auch mittlerweile so kostenlos sind, dass das voll das Problem in unserer Gesellschaft ist und so. Und dann sagt er so ganz ehrlich, ich glaube, das ist nichts für mich. Und dann geht er nach Hause und du stehst da noch alleine, weil dein Bus ist ausgefallen. Und eigentlich hast du auch keine HV-Karte mehr, weil du dachtest, er fährt. Dann kommst du zu Hause an, bist voll fertig mit den Nerven und so, das hat dich voll verletzt. Du willst dich gerade abschminken, du siehst einfach, du hast das Baking-Puder unter deinen Augen nicht weggewischt. Und warst die ganze Zeit mit dem Baking-Puder unterwegs. Und hier. Ja, Leute, was macht man in so einer Situation? Ihr wisst, wie Leute mit Baking Powder, also wie das aussieht, ne? Also ihr, okay, ihr seid 90% Mädels. So sieht das dann aus. Bro, das ist echt, also das tut mir leid. Ich sag, wie es ist, einfach nur, es tut mir leid. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Einfach nur, fuck, Mann. Das klingt nach einem richtig beschissenen Date. Was soll ich sagen? Mehr klingt es nicht. Aber wir sind doch schon bereit jetzt für die nächste Storytime. Denn Dev hat eine Story gemacht, warum ich lesbisch geworden bin. Schauen wir mal rein. Hallo Leute. Hi. Grüß Gott. Was knistert da so? Ich bin's wieder, eure Lieblingslesbe. Das Wort ist schon ein bisschen eklig, aber egal. Ich habe andere Lieblingslesben, also so ist nicht. Entschuldigung. Egal. Ich wollte euch nur sagen, wie und warum ich lesbisch geworden bin. Weil viele fragen mich, hey, du bist ja lesbisch geworden. Wie hast du dich dazu entschieden? Was hat dich dazu getrieben, diese Entscheidung zu treffen? Boah, diese Musik im Hintergrund, ne? Das ist so eine Musik, die immer Copyright claimen und so. Dann kann ich kein Geld mehr mit diesem Video verdienen und dann ist wieder alles so. Leute, ich weiß nicht, ob ihr mich versteht, aber das ist alles so für einen Arsch umsonst gewesen. So. Dieses komplette Video. So.
so klar, es macht Spaß, es anzugucken, aber wir wollen doch auch unsere Lieferantenbestellung damit bezahlen. Und es ist eigentlich ganz simpel, ist gar nicht so eine lange Story. Ich hatte mal einen Freund und der hat es mir einfach nicht gut genug besorgt. Und dann, ha, scheiß drauf, wir machen es mit der Frau. Nee, aber das ist ja immer so dieser Running Gag so. Was heißt Running Gag? Es gibt tatsächlich Beziehungen, wo Frauen einfach ganz normal mit Typen in Beziehungen sind und dann so danach so oder währenddessen merken, shit, Mann. Ich stehe auf andere Dinge, dann kommen die mit einem Mädchen zusammen und für den Typen ist das voll der Disrespect, weil der einfach denkt, das, was ich halt gerade ausgesprochen habe, so, sag mal, er hat nicht ganz auf den Höhepunkt getroffen. Hat mir mal einen Tag lang nicht zurückgeschrieben und irgendwann dachte ich mir so, ich hab's einfach satt mit dem männlichen Geschlecht, was mir nicht zurückschreibt, so, weißt du, es gibt auch Typen, die zurückschreiben, was soll ich sagen? Die, die kein FIFA haben, schreiben zurück. Alle können relaten, die einen Freund haben, der FIFA-süchtig ist. Ich sag's, wie es ist. Sorry. Zeigt diese Stelle eurem Freund. Nein, Spaß. Sieht meine Nachricht und schreibt mir nicht zurück. Und warum macht man sowas? Und ich dachte mir, ich werde jetzt einfach lesbisch. Weil wenn ich lesbisch bin und nichts mehr mit Männern habe und nur mit Frauen, dann kann das gar nicht passieren, dass mir eine Frau nicht zurückschreibt. Ich meine, wir sind ja auch das viel emotionalere Geschlecht. Wir sind ja auch viel süßer und wir können Brot backen und so. Okay, also das ist komplett Bluff gerade, die ganze Story, oder? Also das, die meint das ja jetzt gerade nicht ernst. Das ist einfach nur ein Witz, die ganze Story, oder? Sehe ich aus, als hätte ich Bock auf Witze? Sehe ich aus, als sitze ich gerade bei einer Comedy-Show? So, das können ja alles Männer nicht machen. Und ab dem Moment hat mich halt wirklich dieses Nicht-Zurückschreiben so getriggert, dass ich mir dachte, ich bin ab heute, und das war der 11. November 2021, bin ich jetzt lesbisch. Aber sie erzählt so, als wäre es voll real. Ich kann es gerade wirklich nicht einschätzen, ob die Story echt ist oder nicht. Ich kann es original bis jetzt, Stand jetzt, ich kann es gerade nicht einschätzen. Ich bin ehrlich zu euch. Ich möchte jetzt auch nicht groß um den heißen Brei reden und so tun oder einfach nichts sagen und gucken, was das Video so am Ende, was da so rausspringt, aber... Bis jetzt kann ich gerade nicht einschätzen, weil dieses Brotbacken-Ding und so, das war so Klischee, so. Und eigentlich, hä? Ja, und das ist eigentlich meine Story, weil Frauen sind halt absolut nicht in der Lage, eine Nachricht zu sehen und zu ignorieren. Frauen sind auch gar nicht in der Lage, mich zu verletzen. So, diese Kapazität haben die gar nicht im Gehirn. So, das sind ja keine richtigen Menschen. Also wir Frauen sind ja auch keine richtigen Menschen. Okay, es ist ironisch gemeint. Ich habe echt lange gebraucht, bis ich es gecheckt habe. Tatsächlich sehr lange gedauert. Das tut auch ein bisschen weh gerade. Das Video geht 1 Minute 47. Erst bei 1 Minute 26 habe ich es. Komplett gerafft. Toll gemacht, Zello Talk. Wir sind ja eigentlich nur irgendwelche Fabelwesen, die ja, im Wald spazieren gehen, Bücher lesen und sich gegenseitig die Haare flechten. So, deswegen wollte ich euch nur so sagen, weil viele gefragt haben. Und es war wirklich eine gute Entscheidung und seitdem schreibt man mir auch immer zurück. Gut. Was soll ich sagen? Was soll ich dazu sagen? Ach, ihr erwartet, dass jetzt einige Sachen dazu... Was soll ich denn jetzt dazu sagen? Was soll ich sagen? Die beste Story kommt aber natürlich immer zum Schluss, denn Aurelia hat ein Storytime gemacht about Stalking, aber nicht diese normale, sondern diese. One thing about me, als ich 15 war. Ich ging raus und ich sah aus wie ein Superstar. Da sah ich einen Typ und ich fand ihn nett. Ich holte diesen Typ zu mir ins Bett. Ja, so hat sie das gemacht. Eigentlich müsste ich auch so einen TikTok machen, ne? Diesen Max Cringe. Ich kann diese TikToks nicht angucken, weil eine Person hat sich überlegt, komm, wir machen das. Und die hat das so voll im Flow, dies, das. Und danach jeder, der das hinterher gemacht hat, einfach voll aus dem Takt raus. Ihr werdet es bei Aurelia sehen. Die hat da, die ist super, genau richtig dafür. About me, als ich gestalkt wurde. Ich habe damals ganz viel Sushi geschickt bekommen. Am Anfang habe ich noch gelacht, aber irgendwann habe ich Angst bekommen. Eine Story, als ich gestalkt wurde. Am Anfang habe ich Sushi geschickt bekommen. Am Anfang fand ich es noch witzig und habe gelacht. Doch dann habe ich mir selber mein Sushi gemacht. Aber über Stalking macht man keine Witze. Ich bin sehr gespannt auf die Story auf jeden Fall. Ich wurde mit Anrufen und Nachrichten bombardiert. Ich hatte schon den Verdacht, aber konnte es nicht bestätigen. Die Person, wo ich dachte, beleidigte mich immer. Bro, warum beleidigt die Person einen?
und sagte, ich wäre krank, weil ich ihn verdächtigte. Und eines Tages dann bekam ich wieder Sushi, dann schaute ich auf den Zettel und da stand seine Handynummer. Ah, she catched him like. Boah, das klingt nach so einer richtig toxischen Beziehung. Das ist einfach, das macht ja nicht ein Kollege von dir, macht ja nicht so, dir die ganze Zeit Sushi schicken auf Stalking-Basis. Das ist ja irgendjemand, der noch voll an dir hängt oder so. Vor allem, wenn das halt eine Person ist, wo sie schon von ausgeht, sie könnte es sein, und dann sieht sie, sah mal die Hände. Wer war nochmal ihr Ex-Freund? Danilo. Stimmt. Danilo und Aurelia waren mal zusammen. Dann hat Danilo ihr Sushi geschickt. Er ist dann immer wieder zum Stalker geworden und dann hat er ihr noch mehr Sushi geschickt. Aurelia fand das nicht so witzig. Sie wollte immer wieder, dass er kein Sushi schickt. Schön. Ich schrieb ihn wieder an und sagte, was die Scheiße soll. Er was die Scheiße soll? Redete öffentlich immer richtig ekelhaft über mich, aber dann schickt er hintenrum mir Sushi wie ein Opfer und... Aber sie exposed ein bisschen, weil sie sagt öffentlich, also war es eine Person des öffentlichen Lebens, die öffentlich gegen sie geschossen hat. Hatten wir das nicht damals ein bisschen in den Insta-News thematisiert? Erinnern sich die schlauen Füchse unter euch noch an die Insta-News, wo Aurelia und Danilo sich getrennt haben und wir so diese Cringe-Stories angeguckt haben? Ja? Nein? Vielleicht? Und rennt mir anscheinend immer noch hinterher. Er machte dumm und sagte, ich wäre psychisch krank, aber seine Nummer stand ja auf dem Billig drauf. Dann wurde es mir zu blöd und ich sagte, lass mich in Ruhe, sonst gibt es Konsequenzen. Ich verstehe es schon, wenn Leute diesen Trend einfach feiern und machen, wie sie wollen, so. Und ihr guckt das und euch juckt nicht. Aber ich verstehe nicht, wie euch diese aus dem Takt draußen Gefühl, sein Vater, Urgroßvater verschwindet im Weltall mäßige, nicht stören kann. Man kriegt doch diese Dings, Gänsehautpickel wegen deswegen, oder nicht? Das ist wie wenn, keine Ahnung, hier ist eine Kiste mit Cola-Pfandflaschen. Die sind alle schön drin, Cola, Cola, Cola. Aber da sind zwei so, Bro, keine Ahnung, zwei so Vitamalz-Bierflaschen drin. Nee, passt nicht, will ich nicht, will ich nicht sehen, will ich auch einfach nichts mit zu tun haben. Mach einfach nur mit Cola voll, die scheiß Kiste, Mann. Nee. Er hörte nicht auf und dann, was machte ich? Ich ruf meine Anwältin an und sie machte den Rest. Jetzt hat der Boy eine einstweilige Verfügung, darf sich mir nicht mehr nähern und jetzt habe ich meine Ruhe. Das Ende hat mich auf jeden Fall gerade kurz Dings perplex gemacht. Ich bin auf jeden Fall perplex. Was soll ich sagen? Ich kann es nicht fassen. Wir kommen in Deutschland an und werden direkt vom Zoll angehalten. Ich finde es echt so traurig. Was findest du traurig? Du kommst in Deutschland an und wirst vom Zoll angehalten? Das findest du traurig? Naja, das Zoll ist ja auch einfach dafür da, zu gucken, ob du im Ausland baust und deine Koffer vollgepackt hast mit Sachen, die du hier steuerfrei verticken willst. Mehr nicht. Mehr wollen sie nicht. Sagen wir mal beispielsweise, du gehst ins Ausland und kaufst dir diese Vapes, die sind gerade voll im Trend. Diese 11 Bars. Du kaufst dir dort 2000 11 Bars für 1 Euro. Und jetzt willst du die einfach in deinen Koffer packen oder in mehrere Koffer. Dann willst du die mit nach Deutschland nehmen und deinen Homies für 10 Euro verkaufen. Damit du einfach nur ein bisschen Schwarzgeld machst. Dann ist das Zoll dafür da, die ein oder anderen Koffer zu durchleuchten, um zu gucken, Sama, könnte da was drin sein, was vielleicht versteuert werden müsste. Und du lebst in Deutschland, du zahlst Steuern und andere Leute zahlen Steuern für dich, wenn du zum Beispiel arbeitslos bist. Ne? So funktioniert das System. Deshalb, das Zoll hat eigentlich keinen Grund, dich wütend zu machen. Außer du verheimlichst was. Außer du schmuggelst was oder so. Ne? Dann ist natürlich schwierig. So, das war das kleine Zoll 1x1 mit Zello Talk. Wie ihr wisst, haben wir beide neue iPhone 14 gekauft. Anstatt dass Deutschland vernünftig arbeitet und Leute mit Zigaretten oder Drogen rausholt, haben sie euch rausgezogen. Warum? Weil ihr es in Deutschland versteuern müsst. Ganz einfache Sache. Wenn ihr Dinge im Ausland kauft, müsst ihr sie in Deutschland versteuern. Mehr nicht. Das ist wirklich, das ist... Hier wird gerade ein TikTok gemacht. Unten steht auch einfach sprachlos und dann saurer Emoji, in dem sich beschwert wird über die Arbeit der Zollbeamten.
So, Max, also Retalk, Max unnötig einfach. Max unnötig. Ihr habt euch neue iPhones gekauft, okay, bringt sie mit nach Deutschland. Steuern, ganz einfach. So funktioniert das, Mann. Das braucht man nicht erklären. Ich würde voll gerne diese 400 Kommentare lesen, ob da irgendjemand einfach so diese Steuer einmal eins erklärt hat. Die uns hier rausgezogen. Ich meine, die machen nur ihren Job, aber ich finde das so traurig. Dazu haben die uns eine Anzeige wegen Steuerhinterziehung geschrieben. Eine Anzeige wegen Steuerhinterziehung. Wer es glaubt, ist der Mutter von China, der Kaiserin, ihrer Urgroßmutter, die Tochter. Wer das glaubt, der hat wirklich vieles erlebt. Wir wurden festgenommen. Ich weiß nicht, seit wann der Zoll Leute festnehmen kann. Was soll ich sagen? Willkommen im deutschen Staat. Oh, ganz ehrlich, wir sollten froh sein, dass wir in Deutschland leben. Wir sollten sehr froh sein, dass wir in Deutschland leben. Ich sag's immer wieder. Wir sollten einfach nur froh sein, dass wir in Deutschland leben können, liebe Freunde. Spaß beiseite. Also wirklich viele Vor- und Nachteile. Aber der deutsche Staat hat schon mehr Vorteile als Nachteile. Also ich glaube, uns könnte es allen viel schlechter gehen, wären wir in einem anderen Land geboren und dort aufgewachsen. Oder allgemein wären wir in einem anderen Land aufgewachsen. Müssen ja nicht zwingend alle, die das Video hier gucken, in Deutschland geboren sein. So wollte ich das nicht sagen. Aber ich glaube, es gibt schon verschiedene Orte an dieser Welt, wo es einfach normal ist, nicht zur Schule zu gehen oder keine Bildung zu genießen. Oder nicht arbeiten zu gehen. Oder sich jeden Tag von Reis und Hühnchen zu ernähren. So, dieses Video ist halt, ja, ist ein kurzes, dramatisches Video, um die TikTok-Community denken zu lassen, man wurde festgenommen, oh mein Gott. Aber am Ende des Tages musste man halt einfach stinknormal die Steuer auf Sachen zahlen, die man erworben hat. Wahrscheinlich wart ihr sogar noch in Dubai, weil wenn man von Dubai nach Deutschland kommt, dann wird eh jeder unter die Lupe genommen, weil einfach in Dubai sehr viele Leute ihren Arsch verkaufen, damit Schwarzgeld verdienen, sich dann dort Taschen, iPhones und so weiter kaufen, um dann durch den Zoll zu schmuggeln und keine Steuern zahlen zu müssen. Denn man darf zum Beispiel auch aus dem Ausland nur eine gewisse Summe an Bargeld mit nach Deutschland reinnehmen, liebe Freunde. Das habe ich euch kurz angeflext mit meinem Wissen. Ich bin sehr stolz auf mich, was soll ich sagen? Das war's mit dem Video. Das war die erste Folge Content of the Day. Was soll ich sagen? Geisteskranke Folge. Feiere ich sehr. Und falls ihr Bock habt auf mehr Folgen, lasst einen Daumen nach oben da, denn es lohnt sich. Und abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, schaltet morgen 14 Uhr wieder ein. Oder schaut den Link in der Beschreibung, dort geht es zum zweiten Kanal. Dort kommen auch wieder regelmäßig Videos. Checkt's gerne ab. Haut rein, liebe Freunde. Bis dahin. Ciao. Got a lot to do. Got a lot to do. Got a lot of-